Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal endlich zum Lesemonat Juni. Ich erzähle dir alles, was ich im Juni gehört und gelesen habe. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich drehe dieses Lesemonatsvideo viel später, als ich es normalerweise mache. Normalerweise drehe ich es wirklich am letzten Junitag, beziehungsweise am letzten Tag des Monats, über den ich spreche, oder am ersten Tag des neuen Monats. Und heute ist tatsächlich schon der 9. Juli. Heißt, ich habe schon 9 Tage Lesezeit vom Juli hinter mir und musste deswegen erstmal ganz schön überlegen, was ich eigentlich im Juni gelesen habe. Ich habe das wie immer hier in meinem Köpfchen gesammelt und ich habe es auch wie immer in diesem Buch aufgeschrieben. Deswegen habe ich auch eine perfekte Stütze, um dir zu sagen, was ich gelesen habe. Ich kann dir schon mal sagen, dass ich tatsächlich 9 Bücher gelesen habe. 3 davon waren aber sehr dünn. Ja, also krieg keine Schnappatmung, wenn du das hörst. Und ein Buch gehört habe. Und ich habe ja normalerweise die Aufteilung, dass ich dann Lesemonatsvideo mache und dass ich ein Hörmonats- und Serien-Fernseh-Irgendwas-Video mache. Das Ding ist nur, dass ich im Juni wirklich nichts im Fernsehen geguckt habe. Nichts. Nicht mal irgendeine Doku. Gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Und dadurch, dass ich nur ein Hörbuch gehört habe, lohnt es sich nicht, ein Einzelvideo dazu zu machen. Deswegen gibt es das in diesem Video alles zusammen. Ja, nur so viel mal dazu. Und jetzt zeige ich dir sehr gerne, was ich hier gelesen habe. Ein paar Bücher habe ich in den letzten Videos tatsächlich schon gezeigt. Und ich hole jetzt einfach mal die Renate Bergmann Bücher raus. Das sind 3 Stück. Ich habe jetzt hier nur 2 da. Das eine Cover blende ich dir ein. Wow, das blende ich dir hier ein, denn das hat meine Freundin noch. Und was soll ich dir zu Renate sagen? Fangen wir doch mal vielleicht mit diesem hier an. Ich bin nicht süß, ich habe bloß Zucker. Ist, soweit ich weiß, auch das erste Buch aus der Renate Bergmann-Reihe. Ich lese die gerade alle durcheinander. Ich kriege da immer und immer wieder die Frage, mit welchem man anfangen sollte, ob das eine Reihenfolge gibt. Und ja, es gibt eine Reihenfolge, von der wusste ich nichts. Ich habe mich auch nicht erkundigt, ehrlicherweise. Ich habe von meiner Freundin mal 2 Bücher ausgeliehen bekommen und von dem Moment an war es um mich geschehen. Renate Bergmann ist eine Online-Omi, sie ist 82 Jahre alt, ist 4-fach verwitwet, wohnt in Berlin-Spandau. Und Spandau ist meine Heimat, da bin ich groß geworden und ich liebe es einfach. Und sie erzählt einfach aus ihrem Alltag als Rentnerin. Sie erzählt von ihren Freunden, von Gertrud, von Ilse, von Kurt. Sie erzählt von ihrem Neffen, sie erzählt von allem, was sie als alter Mensch eigentlich so macht. Sie hat ihre eigenen Tricks, sie ist einfach mega witzig. Und hier in Ich bin nicht süß, ich habe bloß Zucker, das sind so ganz viele verschiedene Episoden aus ihrem Leben, die gar nicht unbedingt zeitlich miteinander verknüpft sind, sondern sie erzählt einfach so ein bisschen, was bei ihrem Leben los ist. Renate geht beispielsweise mit ihrer Freundin Gertrud immer ganz gerne zu Beerdigungen, selbst wenn sie die Leute nicht kennt. Dann nehmen die Tupperdosen mit und ja, bedient sich am Buffet. Gleichzeitig erzählt sie auch von Kurt, der fährt mit einem alten Toyota. Und die Leute wundern sich immer so ein bisschen, was da eigentlich los ist. Kurt wundert sich dann, warum hinter ihm Stau anfängt. Komisch, es könnte einen Zusammenhang geben. Sie redet über Ossiporose, wie sie es nennt. Sie redet über ihre Zuckerkrankheit. Sie spricht darüber, ja, wie ein richtiger Haushalt funktioniert. Es ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Das habe ich gelesen. Das ist, wie gesagt, recht dünn. Das habe ich, glaube ich, an 2 Tagen oder so gelesen. Und noch viel dünner ist, nach dem Fest ist vor dem Fest. Das ist keine Geschichte in dem Sinne, sondern es sind einfach 99 Tipps fürs Weihnachtsfest, die sich durchs ganze Jahr ziehen. Ich kann mal hier dir einfach eine Seite zeigen, wie das aussieht. Also hier oben hast du eben die Zahl des Tipps und hier steht dann quasi der Tipp. Und hier haben wir zum Beispiel Sachen für den September und hier steht dann, wer über die Festtage verreist, sollte rechtzeitig die Billets für die Bahn buchen. Frühzeitig gebucht, sichert man sich nicht nur Plätze in Fahrtrichtung, sondern spart sogar noch was. Ja, solche Tipps. Manche sind ganz witzig, andere sind wirklich nützlich. Alles in allem einfach süß gewesen. Ist jetzt kein krasses Muss, würde ich jetzt sagen, wenn man Renate Bergmann-Anfänger vielleicht ist. Aber so zum Durchlesen fand ich es wieder ganz witzig. Und dann habe ich noch das hier von Renate gelesen. Das bisschen Hüfte, meine Güte, da erzählt Renate darüber, dass sie sich eben ja, die Hüfte gebrochen hat und dann auf Reha fahren muss. Erstmal ist es schon eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, lustige Geschichte, wie sie sich ihre Hüfte überhaupt bricht. Also das Buch fängt erstmal damit an, dass es um ihren Neffen geht und ja, da passieren ein paar Dinge. Renate mischt sich da ein
Und im Endeffekt bricht sich Renate dann die Hüfte, wie man sich bei dem Titel denken kann, und muss dann auf Reha fahren. Und wie sie sich auf Reha benimmt, wie sie sich im Krankenhaus benimmt, wie das generell so ist, was für Sorgen sie hat. Sie muss sich ja schließlich auch um ihre 4 toten Ehemänner kümmern, die in ganz Berlin verteilt auf Friedhöfen liegen. Ach, es ist wieder einfach zum Piepen. Es ist einfach zum Piepen und es ist sehr schön, wie sie eben mit dem Alter umgeht, wie sie über Rentner spricht, wie sie aber auch über jüngere Leute redet, was für Meinungen sie eigentlich so hat. Sehr, 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 sehr witzig. Ja, und diese 3 Bücher haben mich im Juni eben begleitet. Und das Hüftebuch ist ungefähr genauso dick wie dieses. Deswegen siehst du, diese 3 Bücher, gingen sehr schnell von der Hand, würde ich mal sagen. Ich habe mir im Juni 3 Bücher gekauft, und zwar diese hier, allesamt auf Englisch. Und da ich ja eigentlich gerade dabei bin, mein Stapel ungelesener Bücher abzubauen, habe ich mir gesagt, gut, wenn du die jetzt kaufst, dann musst du die jetzt auch schnellstmöglich lesen, was schon alleine deshalb Sinn macht, weil ich mich darauf extrem gefreut habe, und zwar auf jedes einzelne davon. Das ist das inzwischen gar nicht mehr ganz so neue Buch von TJ Klune. Das, hoppala, ist das neue Buch von Lucinda Riley. Und dann konnte ich nicht vorbeigehen an The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Und mit dem fange ich, glaube ich, auch einfach mal an. Ich glaube, ich habe das jetzt inzwischen schon in 2 oder 3 anderen Videos gezeigt, weil ich davon so begeistert war, dass ich nicht bis zum Lesemonatsvideo warten wollte. Hier geht es um Evelyn Hugo. Sie ist ein absoluter Hollywood-Star, ist inzwischen Ende 70. Und man weiß gar nicht so viel über ihr Leben, außer dass sie 7-mal verheiratet war. Und was das für Männer eigentlich waren, wie Evelyn sie kennengelernt hat und ob sie wirklich geliebt hat und was es eigentlich bedeutet, ein so bekannter Hollywood-Star zu sein, ohne Privatsphäre gefühlt, darüber handelt dieses Buch. Und hier ist es so, dass Evelyn auf eine Journalistin zugeht. Sie hat ihre Gründe dafür, die man später dann eben auch noch erfährt, die ihre Lebensgeschichte aufschreiben soll. Die Journalistin denkt sich so, warum sucht Evelyn Hugo, so der Superstar überhaupt, mich aus, um das aufzuschreiben? Und Evelyn sagt ihr dann, entweder du vertraust mir, du wirst dadurch superreich, wenn du nach meinem Tod meine Autobiografie veröffentlichen kannst. Das wird dein großer Durchbruch. Oder wenn du sagst, nee, ist mir irgendwie nichts, dann lass es sein, aber dann wird niemals irgendjemand was über mein Privatleben und die Gründe für meine 7 Ehen erfahren. Welche Richtung diese Geschichte dann annimmt, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet und ich war wirklich sprachlos darüber, wie krass Evelyn Hugo eigentlich ist. Ich habe das schon in einem anderen Video gesagt und es wurde mir tatsächlich auch von vielen, vielen Leuten in den Kommentaren bestätigt, dass man beim Lesen gar nicht das Gefühl hat, dass Evelyn eine ausgedachte Persönlichkeit ist. Ich hatte ganz oft das Bedürfnis, noch mehr über sie erfahren zu wollen, sie zu googeln oder ja auch einfach ein Bild von ihr zu sehen. Aber es gibt Evelyn nicht. Es ist eine fiktive Persönlichkeit und sie wird aber von Taylor Jenkins Reid so gut beschrieben, dass man sich Evelyn Hugo wirklich sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann. Die verschiedenen Stationen ihres Lebens, verschiedene Beweggründe, die sie hat. Und ihr Leben ist auch geprägt von ziemlich heftigen Ereignissen. Also sie hat es wirklich auch nicht so leicht, wie es von außen immer aussieht. Und dieses Buch bestätigt einfach den Spruch, dass Geld allein nicht glücklich macht und dass auch Erfolg allein nicht glücklich macht und dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß, dass viele immer denken, dass so Celebrities das perfekte Leben führen. Sie haben Geld, sie sind beliebt, sie sind erfolgreich, sie haben die krassesten Freunde, ja, ihnen liegt die Welt quasi zu Füßen und so ist es bei Evelyn halt auch. Aber was dann hinter der Kulisse eigentlich so abgeht, das sehen ja die meisten Leute nicht. Und darum geht es hier. Und das Buch ist eben auch so geschrieben, dass du quasi das liest, als wäre es schon die Autobiografie. Also man hat immer wieder quasi Momente, wo es in der Gegenwart abgeht. Also wo sich Evelyn und die Journalistin, wie hieß sie denn nochmal, Monique, oder? Ja, Monique, wo die sich halt unterhalten. Und dann gibt es aber auch immer wieder, also den größten Teil eigentlich dieses Buches, wo es eben in der Vergangenheit quasi spielt. Mega, mega gut. Ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Highlights. Kann ich nur empfehlen, habe ich nicht eine Sekunde bereut, gekauft zu haben. Richtig, richtig, richtig gut und meiner Meinung nach diesen Hype auch wert. Und es wird garantiert nicht das letzte Buch der Autorin sein, was ich gelesen habe.
Ich denke, die meisten werden mitbekommen haben, dass Lucinda Riley letztes Jahr im Juni gestorben ist. Sie hatte Krebs und hat sehr, sehr lange dagegen gekämpft und leider diesen Kampf verloren. Und so hat sich ihr Sohn Harry zur Aufgabe gemacht, ihr erstens die Sieben-Schwestern-Reihe zu beenden und zweitens hat er auch dieses Manuskript von The Murders at Fleet House veröffentlicht. Es gibt ein ganz, ganz tolles Vorwort in diesem Buch, was mich schon richtig zum Heulen gebracht hat. Er beschreibt nämlich seine Mutter, also Lucinda, und er beschreibt aber auch seinen inneren Zwiespalt, dieses Manuskript zu dem Buch zu ändern und auch zu veröffentlichen, weil er überlegt hat, was besser wäre. Lucinda Riley hat dieses Manuskript für dieses Buch 2006 geschrieben und es ist quasi unüberarbeitet in ihrem Schreibtisch-Dingens da, hier Schublade, wie heißt das, gelandet. Und er hat dann eben überlegt, was er macht. Soll er größere Änderungen vornehmen, von denen er dann aber nicht weiß, ob es im Sinne seiner Mutter ist, oder soll er wirklich nur so ganz kleine Dinge ändern, nochmal Grammatik und Co. prüfen und das dann veröffentlichen. Und für Letzteres hat er sich dann auch entschieden, deswegen, ich finde, das muss man wissen, wenn man dieses Buch liest, dass das eben ein unbearbeitetes Manuskript von ihr ist, was schon recht alt ist. Und das hat mir auch geholfen, über bestimmte Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, wegsehen zu können, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, vielleicht hätte sie es nochmal geändert, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Das ist ein Thriller, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen Krimi-mäßig, würde ich mal sagen. Und trotzdem steckt da sehr viel von Lucinda Rileys, ich sag jetzt mal, normaler Schreibe mit drin. Ja? Also es geht ein Elite-Internat, in dem ein Schüler stirbt. Und Jess soll das aufklären. Jess ist Polizistin oder hat sie Detective? Ich komme immer mit diesen ganzen Bezeichnungen durcheinander. Sie soll das aufklären und sie merkt dann, dass an dieser Schule schon mal etwas Schlimmes passiert ist und dass es schon mal so ein paar Fälle dort gab, die nie richtig aufgeklärt wurden. Und die Frage ist, ob die Vergangenheit was mit diesem Fall zu tun hat. Und so wird sie immer und immer tiefer in dieses Geheimnis von Fleet House reingezogen. Und vor allem ist es so, dass sehr viele verschiedene Handlungsstränge aufgemacht werden, die am Ende dann auch zusammenführen. Das fand ich am Anfang extrem verwirrend. Ich dachte dann, okay Lena, vielleicht liegt es einfach daran, dass du das Buch auf Englisch liest und du kommst halt nicht klar, kann ja sein, was weiß ich. Aber ich habe das zusammen mit Lukas gelesen, mit dem habe ich ja ganz viele Lucinda Riley Bücher schon gelesen. Und er hat es auf Deutsch gelesen und ihm ging es genauso. Also habe ich eine Ausrede zu sagen, okay, es lag doch nicht am Englisch. Es sind sehr viele Namen am Anfang, die sehr durcheinander reingestreut werden, sehr viele Nebenfiguren. Und da muss man erstmal durchblicken. Und ich sag's mal so, Jess bringt dann auch noch ihre ganz eigene persönliche Geschichte mit rein. Und du hast viele verschiedene kleine Tragödien, die sich abspielen und eben diese große Tragödie, die über allem steht. Und wie soll ich sagen, also da kommt natürlich auch wieder ein bisschen Familiengeheimnis mit rein, aber so alles in allem wird's jetzt, also ist es jetzt nicht mein Lieblingsbuch von Lucinda Riley. Es ist okay. Ich glaube aber, dass ich viel härter urteilen würde, wenn es nicht von Lucinda Riley wäre. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fällt es ganz schwer, hier objektiv ranzugehen. Ich glaube, alles in allem, es war für mich okay, aber mehr auch nicht. Ich finde, man muss es jetzt auch nicht unbedingt gelesen haben. Ich bereue es nicht. Ich finde auch, dass man durchaus merkt, dass es ihr auch liegt, solche Kriminalgeschichten zu erfinden, beziehungsweise es ihr gelegen hat. Und ich hätte sehr, sehr gerne die überarbeitete Version von ihr gelesen, aber das wird nicht mehr möglich sein. Deswegen nehmen wir, was wir kriegen können. War okay, aber war jetzt nicht so das Highlight. Ein kleines Highlight war für mich wiederum Under the Whispering Door von T.J. Klune. Das ist der Autor, der auch Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte geschrieben hat. Das war ja für mich voll das Highlight letztes Jahr, ne? Und ja auch für ganz viele andere Menschen. Und ich habe zu diesem Buch im Vorfeld schon sehr, sehr viel Kritiken gelesen, ohne mich zu spoilern tatsächlich. Und ganz viele haben versucht, das mit Mr. Parnassus zu vergleichen. Und ich habe versucht, das nicht zu tun. Und ich glaube, das war auch ganz gut so. Denn diese Geschichte ist einfach anders. Es geht um ein anderes Thema. Es geht um das Leben und den Tod, es geht um das Leben nach dem Tod und es geht um den Umgang mit dem Tod. Und deswegen gibt es hier am Anfang auch eine kleine Warnung von T.J. Klune.
die sich, finde ich, sehr schön liest. Ich habe die in einem anderen Video auch schon mal vorgelesen bzw. Angebracht. Also er schreibt, dass diese Geschichte das Leben, die Liebe, aber auch Verlust und Trauer entdeckt und sich damit beschäftigt. Und dass es eben ganz viele Diskussionen auch über den Tod gibt, in ganz vielen, ja, Facetten. Und auch eben, es geht auch um Selbstmord unter anderem und dass man deswegen mit Vorsicht dieses Buch genießen soll. Ich habe mich in den letzten Monaten immer mal wieder mit dem Thema Triggerwarnungen auseinandergesetzt, weil ich immer und immer wieder Nachrichten dazu bekomme, dass sich Leute mehr wünschen würden, dass es bestimmte Triggerwarnungen gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in verschiedenen Genres auch immer mehr der Fall ist. In verschiedenen Genres? Genre? Ich bin jetzt mega verwirrt. Egal. Dass es eben Triggerwarnungen gibt. Und dass das für ganz viele ganz gut ist. Damit einfach nichts getriggert wird und man dann am Ende mit einer Panikattacke irgendwo sitzt, sondern dass man eher weiß, worauf man sich einlässt. Ich persönlich, vielleicht weiß ich es auch einfach noch nicht, aber habe jetzt nicht so das eine große Trigger-Thema. Deswegen brauche ich das, glaube ich, nicht so sehr, aber ich finde es gut, dass es das halt immer mehr gibt. Und ich finde das auch hier wichtig, denn es gibt ja ganz viele Menschen, die ein sehr großes Problem damit haben, über den Tod zu sprechen oder sich damit zu beschäftigen. In dieser Geschichte ist es so, dass Wallace Price, ein ganz erfolgreicher Anwalt, der wirklich sein Leben für seinen Job gibt, stirbt. Und er kommt in eine Zwischenwelt zu Hugo. Und Hugo ist dafür zuständig, genau solche Menschen wie Wallace Price oder andere, die quasi noch nicht sofort übergehen ins Reich des Todes, da zu begleiten. Ja? Und eben vielleicht Dinge, die noch nicht abgeschlossen sind im Leben, verarbeiten zu können. Also er ist quasi derjenige, der ihn so begleitet. Ja? Und Wallace ist am Anfang wirklich so mega unsympathisch. Ich finde, TJ Klune stellt es so perfekt dar. Wallace ist so ein knallharter Geschäftsmann ohne Emotionen. Er kann sich überhaupt nicht in andere Leute hineinversetzen. Es ist ihm auch scheißegal, was irgendjemand sich denkt. Hauptsache, der Job läuft gut, egal wie rücksichtslos er sich verhält. Also gerade am Anfang des Buches denkt man sich so, boah, was ist das für ein Arschloch, ja? Also wirklich, ist so. Sorry, aber das ist einfach so. Und dann stirbt er. Relativ am Anfang, sonst würde ich es dir nicht sagen. Es steht auch hier hinten drauf. Und kommt eben in diese Zwischenwelt und ist so, hä, wie kann das sein? Und überhaupt. Und lernt dann ganz, ganz viel über das Leben und über den Tod und über die Rolle von Hugo und auch noch anderen, die eben dort in dieser Zwischenwelt für ihn quasi arbeiten. Beziehungsweise es ist gar keine Zwischenwelt, sondern es ist einfach eine Zwischenstation. Ja, das muss ich jetzt hier nochmal korrigieren, sonst kriege ich wieder Ärger von irgendwem. Und was Wallace dann über sich selbst herausfindet, wie er diese Zeit nutzt, wie Hugo diese Zeit nutzt und wie sich die ganze Geschichte entwickelt, liest man eben hier. Und ich fand's ein bisschen, wenn du so willst, langweiliger als Mr. Parnassus, aber gar nicht unbedingt im negativen Sinne. Es war einfach eine langsamere Geschichte, fand ich. Aber diese Geschichte hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also ich habe mich in den letzten Jahren zwangsläufig viel mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen und habe versucht, für mich einen anderen Umgang damit zu finden. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel darüber nachgedacht, was für Dinge man eigentlich vielleicht noch klären möchte, bevor man stirbt. Und da man aber nie weiß, wann es vorbei ist, sollte man bestimmte Dinge vielleicht einfach schon mal klären. Und ich habe, ja, wie gesagt, viel einfach darüber nachgedacht, aber voll im positiven Sinne. Also es waren jetzt keine super schlimmen Gedanken oder sonst wie, sondern ich, also mir hat das total viel gegeben und mir auch wieder gezeigt, dass man sein Leben einfach leben sollte und jeden Moment versuchen sollte, wenigstens zu genießen. Und wenn man ungesagte Dinge hat, die man gerne loswerden möchte, dann sollte man sie auch einfach loswerden. So, wir haben jetzt noch 4 Bücher vor uns. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, damit du nicht am Ende einschläfst, weil ich glaube, das Video ist schon recht lang. Bei diesem Buch fällt es mir allerdings sehr schwer, mich kurz zu fassen. Ich versuche es trotzdem. Das Tagebuch der Anne Frank habe ich sowohl im Mai als auch im Juni gelesen. Ausgelöst wurde mein Verlangen, das zu lesen, im April, weil ich mit meiner Freundin in Amsterdam war und wir auch im Anne-Frank-Haus waren. Also in dem Hinterhaus, wo sie sich mit ihrer Familie in der Zeit des Nationalsozialismus versteckt hat. Ich glaube, ich brauche niemandem erklären, wer Anne Frank ist. In diesem Tagebuch hat sie alle ihre Gedanken
niedergeschrieben. All ihre Gedanken, die sie hatte, als einfach Teenager, ja, die sich verstecken muss, die versuchen möchte, das Leben trotzdem für sich so schön wie möglich zu gestalten. Und sie hat ganz viele ganz nachvollziehbare und ganz normale Teenie-Gedanken, wenn ich das mal so sagen darf. Und man schließt sie so sehr ins Herz. Sie fühlt sich manchmal in der Familie total fehl am Platz. Sie hat das Gefühl, dass sie sich mit ihrer Mutter und mit ihrer Schwester überhaupt nicht gut versteht, dass sie nicht verstanden wird, dass ihre Persönlichkeit einfach ständig überall aneckt. Und sie schreibt trotzdem natürlich auch darüber, was in der Welt eigentlich passiert und was sie im Hinterhaus eigentlich mitbekommt und wie schlimm es auch ist, ständig diese Angst zu haben, entdeckt zu werden. Ich habe hier mir was markiert, was ich dir gerne vorlesen möchte, was mich wirklich komplett in eine Krise gestürzt hat, weil ich ja wusste, wie es ausgehen wird. Wir wissen es, glaube ich, alle. Und sie hat geschrieben, und zwar am, warte, das kann ich dir sagen, 3. Mai 1944. Ich bin jung und habe noch viele verborgene Eigenschaften. Ich bin jung und stark und erlebe das große Abenteuer, sitze mittendrin und kann nicht den ganzen Tag klagen, weil ich mich amüsieren muss. Muss ihm überlegen, und da ist sie schon jahrelang versteckt, ja. Ich habe viel mitbekommen, eine glückliche Natur, viel Fröhlichkeit und Kraft. Jeden Tag fühle ich, wie mein Inneres wächst, wie die Befreiung naht, wie schön die Natur ist, wie gut die Menschen in meiner Umgebung, wie interessant und amüsant dieses Abenteuer. Warum sollte ich dann verzweifelt sein? Deine Anne M. Frank. Und du denkst dir einfach beim Lesen dieses Tagebuchs, was hätte aus diesem Mädchen alles noch werden können? Sie ist so talentiert, was das Schreiben angeht. Sie hat für eine damals 15-Jährige echt krass komplexe Gedanken, finde ich. Ich glaube, ich war mit 15 nicht halb so reif wie sie. Und ich glaube, sie hätte eine extrem schillernde Zukunft vor sich gehabt. Und sie glaubt so sehr daran, dass sie befreit werden. Und ich glaube nicht mal ganz 2 Monate später, warte, ich kann es dir sagen, knapp 3 Monate später, ich musste gerade nochmal spicken, ehrlicherweise, ja, werden sie entdeckt. Und also ich kann wirklich nur sagen, wenn du dieses Buch mal in der Schulzeit vielleicht gelesen hast, so wie ich, und nicht mehr so viel weißt oder ja, dich einfach damit nochmal beschäftigen möchtest, dann tu es. Ich habe da jetzt mit inzwischen 31 einen ganz anderen Blick drauf als damals mit, keine Ahnung, wie alt war ich, 13 oder 12 oder so, weil ich manche Dinge jetzt erst so richtig einordnen kann und verstehe. Deswegen, ja, kann ich nur sagen, mich hat das Buch wirklich deprimiert, aber ich fand es sehr wichtig, es zu lesen. Ein Buch, bei dem ich sehr froh bin, es endlich von meinem Stapel ungelesener Bücher befreit zu haben, einfach weil es dort Ewigkeiten lag, ist Das Versprechen des Opals von Tamara McKinley. Das hat mir eine Freundin mal geschenkt, als wir über so, ich sag jetzt mal, typische so Australien-Bücher geredet haben, à la Barbara Wood, Elizabeth Haran und so. Und sie meinte, das hat sie mal gelesen und fand es richtig toll. Ich hatte mir das dann damals schon in Abschnitte eingeteilt und dann habe ich es jahrelang ignoriert. Und jetzt habe ich es aber endlich gelesen. Hier geht es um Miriam. Miriam wächst mit ihrem Vater in Australien auf. Er ist Opalsucher und eines Tages kommt er nicht von der Arbeit wieder. Er ist in einer Mine, vermutlich verschütt gegangen. Und sie muss dann eben schauen, was sie aus ihrem Leben macht. Sie geht nach Irland und baut sich dort eben ihre Familie auf. Die Geschichte spielt abwechselnd in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und es ist so, dass Miriam quasi etwas wieder in die Hände fällt, wo Erinnerungen an früher wach werden. Und sie beschließt dann, einen Kampf anzutreten, den sie eigentlich jahrzehntelang in ihrem Oberstübchen quasi verwahrt hatte. Die Geschichte hat ganz andere Wendungen und ganz andere Schwerpunkte, als ich es am Anfang vermutet hätte. Also es geht wirklich darum, dass eine alte Familienfehde eigentlich beigelegt werden soll. Es geht viel darum, wie sich Miriam heutzutage eigentlich so macht, wie sie mit ihrer Familie umgeht. Sie ist inzwischen Großmutter oder vielleicht sogar schon Urgroßmutter. Nee, ich glaube Großmutter. Und es geht wirklich um einen Streit mit einer anderen Familie. Es geht viel auch noch um ihren Vater. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, viel mehr muss ich auch gar nicht dazu sagen, weil ich glaube, dass diejenigen, die sich für solche Geschichten interessieren, vielleicht Tamara McKinley schon mal gehört haben zumindest, war eine Geschichte, die okay war. Ich war jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen so, aber es war trotzdem ganz nett, die Geschichte zu lesen.
Und viel mehr habe ich, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Kolibri-Zwitschern von Patricia Rehnert habe ich auch schon in den letzten Videos gezeigt. Und was soll ich sagen, es ist der dritte Teil von einer Reihe. Allerdings könnte man den Teil zur Not, denke ich, auch abseits von den ersten beiden lesen. Wenn es nach mir geht, sollte man natürlich aber die ersten beiden auch noch lesen, weil es hier um eine andere Hauptfigur geht als in den ersten beiden Teilen. In den ersten beiden Teilen geht es um Laura. Laura hat mit ihrem Mann ein Abkommen, das haben sie sich quasi vor der Hochzeit gegeben. Wenn sie jeweils Person X oder Y treffen, also Stars, die so voll weit weg sind von ihnen, und sie sollten jemals die Möglichkeit bekommen, mit denen in die Kiste zu springen, dann dürfen sie das machen und es wird nicht als Betrügen bewertet. Und im ersten Teil ist es dann so, dass Laura wirklich den Star, für den sie übelst schwärmt, und zwar schon immer, trifft und diese Möglichkeit quasi ihr wie auf dem Silbertablett präsentiert wird. Und was sie dann macht, musst du halt im ersten Teil erfahren. Und ihre beste Freundin Ari spielt auch im ersten und im zweiten Teil schon eine Rolle. Und in dieser Geschichte, also im dritten Teil, geht es um Ari. Ari ist eine super liebenswerte Person, sie liest gerne, sie arbeitet auch im Buchladen. Und das ganze Thema Dates hat sie eigentlich schon abgeschrieben. Sie hat darauf keinen Bock mehr, sie ist inzwischen über 30. Sie hat immer nur Pech mit Männern und ihre Familie fragt sie auch ständig, wann sie denn endlich mit jemandem nach Hause kommt. Und sie denkt sich einfach nur so, lasst mich doch bitte alle in Ruhe. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Und dann tritt jemand in ihr Leben, der auch jetzt schon eine Weile quasi eigentlich Teil ihres Lebens ist, aber nur so am Rande. Und das ist ein Gitarrist namens Sam. Und Sam schickt ihr so ein paar Geräusche. Hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an und wenn ich so überlege, wie ich es gerade rübergebracht habe, hört es sich auch so an, als würde er ihr irgendwelche schweinischen Geräusche schicken. Im Endeffekt schickt er ihr ganz viele tolle Geräusche, die in seiner Top 10 oder Top 20, glaube ich, ist es, vorkommen. Also sowas wie knirschender Schnee, Kinderlachen, all diese Geräusche, die man am liebsten einfach aufnehmen und sich immer und immer wieder anhören möchte. Und genau das tut er auch. Er nimmt solche Geräusche auf und dann kann man sich das eben anhören. Und hier gibt es auch wieder eine Playlist, wo man sich eben diese Geräusche dann anhören kann, sodass man sich noch mehr in diese Geschichte hineinfühlen kann. Denn das ganze Thema Hören, das ganze Thema, was bestimmte Geräusche eigentlich für Emotionen auslösen können, spielt in dieser Geschichte eine ganz große Rolle. Denn Sam hat ein ganz großes Problem, von dem Ari am Anfang nichts weiß. Und das findet sie dann aber relativ bald auch raus. Und da hat das Thema Hören eben auch was mit zu tun. Und Patricia schafft es jedes Mal wieder, dass ich wirklich von Anfang an in der Geschichte drin bin. Ich finde, dass das Cover der Geschichte überhaupt nicht gerecht wird. Das ist jetzt keine Kritik an dem Cover an sich. Es passt schon hier mit der Gitarre und mit allem. Also es ist schon stimmig. Aber ich weiß nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel mehr Menschen zu Self-Publishern greifen und ihnen eine Chance geben. Und Patricia ist für mich so mit das Paradebeispiel für eine Self-Publisherin, die einfach so tolle Geschichten schreibt. Also guck dir bitte ihre Bücher an. Egal ob die Reihe oder andere Bücher von ihr. Ich habe bisher alles, was ich von ihr gelesen habe, so sehr geliebt und so gerne gelesen und diese Kolibri-Reihe ist wirklich einfach nur toll. Und es wird auch mindestens noch einen vierten Teil geben. Das wird am Ende so ein bisschen verraten und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und was ich natürlich auch cool fand, war, dass man auch über Laura und über die anderen Charaktere aus den ersten beiden Teilen so nebenbei ein bisschen noch erfährt, wie es mit ihnen weiterging. Also auch wenn es eben aus einer anderen Sicht geschrieben ist, erfährt man was über die Charaktere, die man in den ersten beiden Teilen schon ins Herz geschlossen hat. Und sowas mag ich sehr gerne. Ich glaube, noch einen dritten Teil über Laura hätte ich jetzt nicht unbedingt lesen müssen, aber aus der Sicht von Ari und mit ihrer Geschichte fand ich das schon ziemlich cool. Kommen wir jetzt zu guter Letzt noch zu dem Hörbuch, was mich im Juni begleitet hat. Und für alle, die schon länger auf dem Kanal dabei sind, ist es wahrscheinlich nichts Neues mehr, aber da immer noch neue Abonnenten und Abonnentinnen dazukommen, werde ich nicht müde, immer und immer wieder von BookBeat zu schwärmen. Ich höre meine Hörbücher nämlich immer über BookBeat und habe die Möglichkeit, dir durch den Rabattcode ExpectoBooktronum 2 Monate gratis hören quasi zu schenken. Also du hast 50 Hörstunden pro Monat, in denen du hören kannst, was du willst. Und ich finde das eine ziemlich coole Möglichkeit, um für sich selbst erstmal rauszufinden, ob man überhaupt
Hörbücher in den Alltag integriert oder nicht. Und vor allem finde ich es ziemlich cool, dass es jetzt eben 2 Monate sind, in denen du das testen kannst. Ich bin damals auch durch so ein Angebot überhaupt erst zu BookBeat gekommen, habe das für mich 1 Monat getestet. Damals war das noch 1 Monat und habe sofort gemerkt, okay, ich bin doch eine Hörbuchmaus. Ja. Und was ich ziemlich cool fand, was mir in letzter Zeit wieder mehr aufgefallen ist und was ich für mich auch genutzt habe, weil ich mir jetzt schon Hörbücher für später speichere, ist der ganze Reiter Inspiration. Also da bekommst du beispielsweise, ich zeig dir das mal hier, bekommst du beispielsweise Sommerlektüre vorgeschlagen. Wenn du sagst, du fährst in Urlaub, willst du irgendwie was locker Leichtes hören, dann hast du genug Auswahl, die dir präsentiert wird und für dich zusammengestellt wird. Und was ich auch cool finde, ist, dass auch für dich und dein Hörverhalten quasi gemünzt Tipps rausgesucht werden. Also Sachen, die zu dem passen, was du dir sonst angehört hast. Bei mir passt das tatsächlich ganz gut. Ein paar davon, die mir vorgeschlagen wurden, habe ich tatsächlich dann auch schon gelesen. Also es hat wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Und deswegen kann ich dir nur sagen, ich bin davon immer noch begeistert, nach inzwischen Jahren, die ich BookBeat für mich nutze. Und im Juni bin ich tatsächlich gar nicht so viel zum Hören gekommen, wie ich es gerne gehabt hätte. Aus unterschiedlichsten Gründen, die ich dir noch in einem anderen Video mal erzähle. Aber ich bin ganz froh, wenigstens Schneewittchen muss sterben von Nele Neuhaus endlich von meinem Stapel ungelesener Bücher befreit zu haben. Das ist das Buch aus meinem Regal. Hier ist das Hörbuchcover, sieht genauso aus. Und in der Geschichte geht es um einen Mann, der quasi vor Jahren ins Gefängnis gekommen ist, weil er ein Mädchen umgebracht haben soll. Und er kommt wieder raus aus dem Gefängnis, geht wieder zurück in das Dorf, in dem das passiert ist. Alle wollen ihn dort loswerden, weil halt alle sagen, ich möchte nicht, dass hier ein Mörder frei rumläuft bei uns. Und dann passiert wieder etwas. Und er wird natürlich sofort verdächtigt, weil alle sich denken, ja, Menschen ändern sich nicht. Kaum bist du raus, passiert hier wieder was Schlimmes. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Jetzt hat hier auf den letzten Meter noch mein Akku schlapp gemacht. Was ich eigentlich noch gesagt hatte, war, dass eine absolute Hexenjagd beginnt auf diesen Mann. Und alle natürlich der Meinung sind, er muss es gewesen sein. Und es ist so, dass eben natürlich auch viele neue Erkenntnisse über den alten Fall ans Tageslicht kommen. Es gibt verschiedene Charaktere, die früher auch in den Fall mit reingezogen wurden, die auch heute wieder eine Rolle spielen. Und ich muss sagen, ich habe die gekürzte Version gehört. Shame on me, ich weiß, dass das ganz viele ganz furchtbar finden, wenn man die gekürzte Version hört. Ich fand es nicht schlimm, ehrlicherweise. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was mir entgeht. Und es war für mich das erste Buch, / Hörbuch von Nele Neuhaus. Fand ich ganz cool. Es wird ja übelst geschwärmt, was Nele Neuhaus angeht. Und das Buch wurde ja auch verfilmt. Ich guck mal, ob ich irgendwo diesen Film vielleicht auch auftreibe. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Und die Geschichte hat dann auch Wendungen genommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also alles in allem hat es mir tatsächlich ganz gut gefallen. Mal schauen, was ich von Nele Neuhaus vielleicht in meinem Leben noch alles lesen oder hören werde. So, und jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Sag mir doch gerne, ob du eins oder mehrere der gezeigten Bücher bereits selbst gelesen hast. Wenn ja, wie du sie fandest. Und vor allem würde mich natürlich sehr interessieren, was du im Juni alles gelesen und gehört hast. Und schreib mir doch gerne in die Kommentare, was du mit mir gerne teilen möchtest. Ich freue mich immer über alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, hab es fein. Ciao!